Die Strommasten jetzt, die werden verteilt. Hier ist die Markierung für, da wird er eingegraben. Der LKW ist unterwegs, fährt die Grundstücke ab, legt die Strommasten ab. Wasserleitung liegt schon daneben, die wurde schon gezogen und wird die Tage eingebuddelt. Ja, dann haben wir bald Stromanschluss und Wasseranschluss auf unserem Grundstück. So, heute werden die Strommasten aufgestellt. Hier sieht man. An unserem Grundstück sind schon zwei drauf. Und da vorne sieht man, da stellen sie den nächsten auf. Buddeln sie gerade ein. Stabilisieren mit dem Kran. Ja, und so geht es jetzt bis Ende der Straße. Und dann haben wir ab nächster Woche Strom. Gut. Wir bohren das Loch für den Strommasten. Kurz Übersicht, wie wir das machen. Der Kran funktioniert auch als Bohrer. Riesengroßer Bohrkopf. Arbeitet sich ins Erdreich hinein. Daneben liegt schon der Strommast. Jetzt einmal korrigiert die Ausrichtung, dass er auch gerade bohrt, damit der Strommast auch gerade steht. Da an dem Metall kommt die Spannungsleitung dran. Zieht nochmal die Schrauben alle fest. Und jetzt die Tiefe erreicht, die gewünschte. Da sieht man. 2 Meter tief hat er gebohrt. Und der Bohrer wieder frei. Und der Bohrer wird weggepackt. Dreht sich selbst ein. Und jetzt wird er aufgestellt. Ausgerichtet. Und steht. Jetzt füllen Sie es mit Schotter auf. Zwei Schütten Schotter und der andere stampft das Ganze, dass es auch stabil steht. Und bei der Erde hier ist es eigentlich recht sicher, dass er stehen bleibt. Erde ist zum Teil klebrig, lehmhaltig und kalkhaltig, also sehr stabile Unterlage eigentlich.
sind die Mitarbeiter vom Strom- und Elektrizitätswerk. Die haben wir vor 2 Wochen beauftragt, beziehungsweise beim Kauf des Grundstücks. Die stellen jetzt für die ganze Straße hier die Stromleitung und Strommasten auf. Für einen Strommast haben wir jetzt 15 Minuten gebraucht. Fürs Bohren, Ausrichten, Stabilisieren, Aufstellen, fertig. 15 Minuten, Strommast steht.